Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ist Montag, das Community-Wochenende ist vorbei. Check nochmal das Video ab. Moment. Check nochmal das Video ab vom C-Day. Es war cool, es war erfolgreich, aber ein bisschen ruhig. Ah ja, check das Video auf jeden Fall ab. Ansonsten wollte ich heute eigentlich ein Ausbeute-Video machen, weil ich hatte hier spekuliert, dass ich eine Menge Shinies fangen werde, wenn nicht sogar die 100. Aber ich habe nicht mal annähernd so viel. Ich habe in dem Video am Samstag habe ich 6 gefangen. Am Abend danach nochmal 2 und am Sonntag 1. Das sind 5, 7, 8 oder 9. Hatte ich da 5 oder 6 gefangen? 8 oder 9 Shinies gesamt. Ich habe auf Instagram und auf YouTube so eine Umfrage laufen. Könnt ihr vorbeischauen und mitmachen. Instagram super saftig, ist aber auch unten in der Beschreibung. Ja, bei 9 Shinies müssen wir nicht unbedingt ein Ausbeutevideo machen. Aber hier, ich habe die 120 Millionen geknackt. Das sind 6 mal Level 40. Passend dazu jetzt ein Vergleichs-, ein Update-Video. Ich habe letztens ein Video hochgeladen. Wo war das? Mit einer Theorie, mit einer Idee, die wir besprochen haben, bezüglich Medaillen, dass die höher geboostet werden könnten auf Platin oder Diamant oder sowas. Und dass es dafür auch Belohnung gibt. Check das Video ab, das war auch ganz sehr interessant. Da habe ich auch eigentlich ein paar meiner, eigentlich die meisten meiner Statistiken gezeigt, aber hier nochmal offiziell. Weil ich weiß, die Leute lieben es immer, mit mir zu vergleichen, obwohl ich schon in letzter Zeit nicht mehr so stark mit dabei bin. Aber wie schwach oder wie stark ich abgefallen bin, das können wir jetzt dann hier im Vergleich sehen. Ich habe nämlich hier das Video 100 Millionen EP, 5x Level 40 offen. Und hier werden wir jetzt reinschauen und vergleichen mit denen hier jetzt 6x Level 40. Das Video ist vom 15.07. Okay, das war vor 4,5 Monaten. Man muss sagen, da war ich nicht ganz bei 100. Ich habe ein bisschen gecheatet, da war ich 98 irgendwas. Also sagen wir mal, für die restlichen paar Millionen da, 1, irgendwas, sagen wir, ich habe 2 Wochen dafür gebraucht. Sprich, vor 4 Monaten habe ich die 100 Millionen geknackt. 4 Monate habe ich jetzt für 20 Millionen gebraucht. Das ist schon krank. Das ist schon echt heftig langsam. Vor allem 4 Monate, vor allem beste Freunde, schafft man ja nach 90 Tagen, 3 Monaten, und das sind 4 Monate, das heißt in der Zeit, die ganzen Freundes-EP sind dazugekommen. Sind wahrscheinlich auch die einzigen EP, die ich gemacht habe, und der Tagesrate. So. Alter, was geht ab? Alter, was geht ab, Hong, in der Vergangenheit. Hier, schau mal durch. Genau, 98 Mill hatte ich da. Ein paar zerquetschte. So. Wir fangen an mit, wieso fangen wir da unten an? Da habe ich nicht alles gezeigt, oder? Ich habe nur meine Ziele gezeigt. Habe ich kein Update gemacht von 100 Millionen EP? 5x Level 40? Okay, das ist krass. Dann habe ich das irgendwie verpasst. Beziehungsweise, ja, egal. Dann vergleichen wir mal, was wir hier haben. Incognitos. Da habe ich, glaube ich, 2 mehr. Das ist das G von der Mac und das Ausrufezeichen. Also 17. Genau. 17. Oh, das ist interessant. Normale Rates. Das war vor 4 Monaten. Das sind 120 Tage. Hätte ich da jeden Tag einen normalen Rate gemacht, wären das 120 mehr gewesen. Es sind 118 mehr. Gar nicht schlecht. Ich habe eine Menge gemacht. Kann natürlich auch seitdem eine Menge guter, normaler Rates. Zum Beispiel Shinox, Bamelin, die Alolas. Also echt nicht schlecht. Aber auf 1000. Ja, das wird noch eine Weile dauern. Was haben wir da sonst noch so? Oh, okay, Quest, 872. Ich habe ein Video dazu gemacht, wo ich die 1000 geknackt habe. Quest sind, po. Obwohl, ist das so viel? Also ich habe jetzt mehr als das Doppelte. Ich habe fast 2000. In 4 Monaten, um die 1000. Ja, naja, tauschen, ja, okay. Da hatte ich noch keinen zweiten Account. Die Tauschmedaille ist gefaked. Das sind alles eigene Tauschgeschäfte hier mit mir selber. Beste Freunde, 0. Okay. Beste Freunde habe ich jetzt 34. Das sind Minimum 3,4 Millionen von den 20 Millionen seitdem. Ich habe nicht immer Glücksei angemacht, muss ich sagen. Aber so mindestens die Hälfte habe ich auch auf jeden Fall mit Glücksei gemacht. Jogger, okay? Jogger, in 4 Monaten bin ich 1200 Kilometer gelaufen. Das sind, ja, 400, 300 Kilometer. Ja, das passt. Das ist eigentlich ziemlich genau.
300 Kilometer pro Monat, 10 Kilometer gehe ich eigentlich immer pro Tag ungefähr. In letzter Zeit ein bisschen mehr, aber das passt eigentlich ziemlich gut. Und heute vorhin die 8000 geknackt. Dann, was hat mir dann noch? Mein Ziel war ja die 10k. 471 Capador. Oh. 32 gefangen, einfach so. Gefangene Pokémon, okay. 132.446 hatte ich. Und jetzt habe ich 153.000. Das sind nur um die 21.000. Bisschen mehr. Ne, bisschen weniger. Doch, bisschen mehr. 21.000. Das sind durch 4 5.000 im Monat. Doch, das ist echt wenig. Leute machen 5.000 pro Woche. Also 3.000 irgendwas war mal das Limit pro Woche. Dann gibt es ein Softband. Ich habe das in einem Monat gemacht. Es gab Zeiten, das habe ich in einer Woche gemacht. Alter. Kämpfen. Kurz vor 16.000. Und jetzt habe ich kurz vor 19.000. 3.000 Kämpfe. Ja, nicht ganz 1.000 pro Monat. Dafür, dass ich an keiner Arena wohne. Ist in Ordnung. Radfratz. Okay, Radfratz. Es gibt nicht mehr so viele Radfratz. Ständig junger Event. Ja, bisschen mehr als 100. 100, das sind 25 pro Monat. Circa 1 pro Tag ungefähr. Pikachu. Ja, habe ich 500 gemacht seitdem. Eine Menge Pikachu-Events. Füttern, okay. Füttern. Nur 7000, das ist auch heftig, man. Ich weiß auch gar nicht, wieso das so low ist bei mir. Ich verfüttere eigentlich jede Berge. Außer die Ananas. Und das ist echt wenig. Obwohl ich ja eigentlich relativ viele Stops drehe. Ich weiß echt nicht, wieso das bei mir so low ist. Arena-Stunden. Muss sagen, seitdem habe ich viele Arenen gemacht. Hab ein paar auf Gold gemacht, aber drin sitzen tue ich nicht lange. Okay, ich hatte 20.000, jetzt habe ich 26.000. Das ist echt wenig, aber so ist es in der Stadt. Das war's auch schon, oder was? Schade, das waren nur die einzigen Medaillen, die ich gezeigt hatte. Dann gehen wir das nochmal schnell durch hier. Entwicklungen. 24.847. Ich habe jetzt in letzter Zeit eine Menge ohne Glücksei entwickelt. Also erstmal, es gab ja schon lange kein Doppel-EP-Event mehr fürs Entwickeln. Da habe ich dann aufgehört, darauf zu warten und habe angefangen zu entwickeln mit Glücksei. Aber jetzt habe ich nicht mehr so viele Glückseier. Jetzt entwickle ich einfach so. Dementsprechend wird das in nächster Zeit sogar noch weiter steigen, aber ja, nicht sehr effektiv. Ich entwickle momentan nur, damit ich Platz im Beutel habe. Eier, 2645. Ich bin kein großer Brüter. Jetzt fürs Staub-Event habe ich ein bisschen gebrütet, aber ansonsten kein Geld für die ganzen Brutmaschinen. Stops, 120.000 geknackt. Also bei dem Video, ich hatte da auf jeden Fall schon die 100.000. Die 100.000 habe ich schon sehr, sehr lange. Carpador 503. Trainieren gibt es ja nicht mehr. Legendäre Raids. 983. Ich habe immer noch nicht die 1000 geknackt. Ich habe es auch so schnell gar nicht vor. Das kann ruhig sehr lange dauern. Ich finde, das ist keine Medaille, auf die man stolz sein kann. Je höher die Medaille, desto mehr hat man einfach nur reingecashed. Ich bin eigentlich ziemlich stolz sogar drauf, dass die noch nicht bei 1000 ist. Ja, und Kilometer, das dauert noch eine Weile. So. Abgesehen davon, ich weiß nicht. Diese Sachen hier unten interessieren, glaube ich, nicht so viele. Vielleicht Drachen, 1154. Wir können es schnell mal durchgehen. So, normal. 79.291. Kampf, 3259. Flug, 52.798. Gift, 23.938. Boden, 7.259. Stein 5.260, Käfer 22.999, oida, einen Käfer brauche ich noch. Geist 4.460, Stahl 2.431, Feuer 5.015, Wasser 26.668, Pflanze 7.178, Elektro 5.547, Psycho 15.280.
Eis 3833. Drache hatten wir schon. Unlicht 5431. Fee 5292. Und das war's. Schon recht bescheiden, muss ich sagen. 20 Millionen in 4 Monaten. Das ist schon krass langsam, muss ich sagen. Aber ja, mal schauen, wann die 140 Millionen kommen. 7 mal Level 40. Ich mache noch einen fürs Jahresabschluss oder für die Zukunft, was ich mir so für 2019 vorgenommen habe, ein Video. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass da die 200 Millionen drin sind. Zumindest dachte ich das, bis ich das hier gerade gesehen habe. Wenn ich für 20 Millionen 4 Monate brauche, dann schaffe ich ja in einem Jahr gerade mal die 60 Millionen. Wobei, 60 Millionen, ich habe 120, sind 180. Die 20 Millionen kann man noch irgendwie dazwischen schleusen. 200 Millionen sind machbar für 2019. Aber ja, das war mein Update. 6 mal Level 40. Die Luft ist zwar raus. Die EPs kommen einfach, man kann sie nicht stoppen. Schreibt unten in die Kommentare, wie viel EP ihr habt. Wir sind später live, weil man munkelt, dass heute PvP kommt. Also schaut auf Instagram vorbei, da werde ich sicher was posten. Und schaut im Livestream vorbei. Aber das war's von mir, Leute. Wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.